Hallo zusammen, gestern Abend mein erster Versuch Livestream Online SenseGuard. Ihr wart eingeladen, nicht nur zuzuschauen, sondern auch mitzuspielen. Es hat am Anfang noch nicht sofort hingehauen. Ich musste so ein paar technische Einstandsschwierigkeiten überwinden, aber meine Lernkurve war zumindest so gut, dass es am Ende des Abends dann sogar hingehauen hat. Noch nicht optimal, aber ausbaufähig mache ich auf jeden Fall nächste Woche wieder. Also Samstag ungefähr 21:30 Uhr könnt ihr es mal versuchen. Dann werden wir wieder live SenseGuard spielen. Für heute habe ich mir wieder ein Rätsel vorgenommen, und zwar die Nummer 35. Die Kleinen holen die Großen. Das Rätsel ist von Thomas Kinnback, stammt aus seinem bekannten Buch 50 Skaträtsel, was ich euch übrigens auch ans Herz legen kann. Mit dem freundlichen Einverständnis von Thomas habe ich da die besten oder geeigneten Partien auch in das Rätselforum der App überführt. Hierbei handelt es sich jetzt, meine ich, um das siebte Rätsel, und ich kann das ja hier gerade mal vorlesen. Mittelhand Reiz 18, die von Vorhand gehalten werden und passt dann. Anschließend bietet Hinterhand noch 20, woraufhin Vorhand passt. Hinterhand findet Kreuz Dame und Karo Dame im Stock, drückt Herz 10 und Karo Dame und spielt mit folgendem Blatt Pik. Frage: Wer gewinnt und wie ist das Spiel gelaufen? Ja, das schauen wir uns jetzt mal gleich mit den komplett offenen Karten an. Vielleicht erstmal die Hand vom Alleinspieler: 7 Trümpfe in Pik, ohne Vieren, aber dafür natürlich beide Trumpfvollen. 13 Augen schon im Keller, nur eine Farbe noch im Blatt, also ein Zwei-Farben-Spiel. Sieht also erstmal stark aus. Logischerweise die Schwäche ist hier ein bisschen die Beikarte Kreuz 8, 9 Dame. Dann sehen wir aber, die Trumpfverteilung bei den Gegenspielern ist ausgesprochen günstig für den Alleinspieler. Buben stehen 2 zu 2. Das ist bei der niedrigen Reizung vielleicht auch ja schon zu vermuten. Und nur Kreuz steht 3 zu 1. Aber wenn wir das eben mal so durchrechnen, 28 Augen in Kreuz Maximum plus 2 Schmierungen sind 49, und dann noch die 8 Augen der Trümpfe. Die Gegenpartei kommt nur auf 57, wenn man einfach so klassisch die Augen erstmal durchzählt. So, deswegen muss sich die Gegenpartei was einfallen lassen, aber davon abgesehen, schauen wir jetzt mal in Vorhand, wie sollte der erstmal das Spiel eröffnen, wenn Hinterhand Pik ansagt? Logischerweise auf den langen Weg mit der kurzen Farbe, auch wenn es die blanke 10 ist. Höre ich ja auch manchmal, blanke 10 wird nicht so gerne gespielt, also möglicherweise ist auch ein anderes Ausspiel potenziell erstmal denkbar mit verdeckten Karten. Es ist aber tatsächlich so, in dem Fall gegen ein starkes Spiel ist hier die Kreuz 10 die einzige Karte, die die Gegner quasi im Spiel hält, die einen Sieg noch ermöglicht. So, Kreuz 10 also raus, und ja, der Spieler hier erkennt natürlich, dass Kreuz 10 sehr wahrscheinlich blank ist, und er könnte jetzt auch auf die Idee kommen, direkt mit dem Kreuz Ass raufzugehen, damit er den König hinterher spielen kann, und dann die Kreuz 7. Ja, würde auch natürlich funktionieren. Kreuz Ass, Kreuz 10, einmal bedient, Kreuz König, Kreuz Lusche. Hier kann einmal geschmiert werden. Kreuz 7, Kreuz Dame und ein Bube ist verstochen. Auch dann sind die Trümpfe ein Stück weit getrennt. Das Problem ist, wenn wir es durchrechnen, die Gegner kommen auch dann einfach wieder nicht hin. 21 im ersten, König Lusche, Herz Ass, 36, Kreuz Lusche, Kreuz Dame gestochen, 41. Dann gibt es noch einen Bubenstich auf 45 mit zwei Buben, und der letzte Bube mit der Karo 10 wieder nur 57. Also, das funktioniert nicht. Deswegen im zweiten Stich muss der Spieler hier schon die Kreuz 7 legen und darauf spielen, dass er wirklich alle Stiche in der Fehlfarbe in Kreuz macht. So, Alleinspieler muss bedienen. 10 Augen. Spieler hier bleibt am Stich. Ahnt jetzt sicher auch, dass sein Partner das Kreuz Ass hat. Davon abgesehen, er muss irgendwie das Spiel fortsetzen. Jetzt die Viererlänge anzugreifen, ist vielleicht nicht ganz so schlau. Die Gefahr eben, dass die Herz 10 gedrückt ist, zu groß. Solider jetzt aus der 10 zu dritt. Und Mittelhand, der jetzt schon die Kreuzen gesehen hat, ist vielleicht gut beraten, da nur mit dem König ranzugehen. Das Spiel kann auch geschlagen werden, wenn er mit dem Ass steigt, aber am meisten Augen macht ihr tatsächlich, wenn der Spieler jetzt hier nur mit dem Karo König rangeht. Der Alleinspieler hat jetzt an sich
ja, die Wahl zwischen Pest und Cholera, wenn eben korrekt gegengespielt wird, dann ist es jetzt egal, ob er abschmeißt oder sticht. Erstmal natürlicher sieht wahrscheinlich Stechen aus, weil ansonsten auch klar ist, es kommt Kreuz hinterher, es wird danach übergestochen, also es ist vermutlich schon erkennbar der gefühlt erstmal bessere Zug hier mit dem Ass einzustechen oder mit der 10, wie auch immer, jedenfalls zu stechen. Führt tatsächlich letztlich zum gleichen Ergebnis, ob hier gestochen oder abgeworfen wird. Okay, Spieler hat gestochen, spielt jetzt Trumpf raus, hier fällt Herz Bube und jetzt muss der Spieler hier natürlich erkennen, oh wow, das ist wohl mindestens ein 7-Trümpfer, sehr wahrscheinlich ist es sogar ein 7-Trümpfer, wo der Partner auch noch die 18 gehalten hat. Also muss er jetzt natürlich mit dem Kreuzbuben rübergehen, in der Annahme, dass sein Partner Pik Buben noch führt. Wenn eben nicht, dann ist es sowieso ein 8-Trümpfer, dann ist das sowieso egal, geht es hier nur um Schneider frei. Also er nimmt raus im Siegssinne auf 14 Augen und spielt jetzt natürlich Kreuz Ass. Kreuz Ass bedient. Hier wird erstmal Karo 10 geschmiert. 35, Kreuz König hinterher, Kreuz Dame. Und jetzt ist der Moment, wo gewissermaßen die Magie ins Spiel kommt. Wenn jetzt hier der Spieler in Hinterhand ein bisschen vorschnell erstmal sich entscheidet, hier zu wimmeln, das Herz Ass, dann funktioniert das Spiel mal wieder nicht. Dann wären es wieder nur die berühmten 57, weil sich danach eben die Trümpfe nicht mehr trennen lassen. Es werden dann nur noch vier Augen übereinander fallen. Mit anderen Worten, der Spieler hier muss jetzt wirklich sich die Farbe blank schmeißen, also erstmal Karo Lusche nur reinlegen. Das sind zwar erstmal 11 Augen weniger, aber die gibt es dann mit Zins und Zinseszins zurück, denn jetzt kommt Karo Ass gestochen, übergestochen und damit ist jetzt noch ein weiterer Stich drin mit dem Karo Buben und dem Herz Ass. Und damit gewinnt die Gegenpartei also mit ziemlich deutlichen 68 Augen, also so stark wie das Spiel aussah, gegen diesen Gegenplan bleibt es ohne Chance. Gegen jede andere Zugfolge gewinnt der Alleinspieler. Also so eine Geschichte, die man erstmal taktisch ja, überschauen muss, übersehen muss, wie hier die Trümpfe zu trennen sind, wie das Spiel hier aufgezogen werden muss, mit einem schönen Überstich, um letztlich die meisten Augen rauszuholen. Ja, danke ich also nochmal Thomas für diese schöne Verteilung. Ich kann mich selber noch erinnern, dass ich da am Anfang auch eine ganze Weile dran rumgeknobelt habe. Das ist eben auch mit offenen Karten gar nicht so sofort auf den ersten Blick zu sehen. Nicht notwendigerweise, es sei denn, man ist ja, sehr talentiert und hat den Blick dafür. Ansonsten eine gute Geschichte, um das in der Heimanalyse mal durchzuziehen. Dann kann man das am Tisch vielleicht auch umsetzen. Gut, dann danke ich schließlich noch für eine Unterstützung meines Kanals Tanja Pelkon, Christoph Möller, Yvonne Wöck und Harald Schmelzle. Ich weiß das sehr zu schätzen und damit wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Bis bald und wie immer, gut Blatt.